Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2 The Conquerors. Ja Leute, das letzte Mal habe ich einen kleinen Fehler begangen. Nämlich, ich dachte, ich kann Cortez und Tlaxcalteken gleichzeitig anpöbeln. Das war eine schlechte Idee, da haben wir halt einfach nur unsere Truppen verloren. Und jetzt sind wir da so ein bisschen fest in der Defensive. Ja, die Tlaxcalteken sind da schön am Durchburnen durch unser Dörfchen. Unser schönes Tenochtitlan. Ja, ja, nicht Dörfchen, Stadt, ist ja klar, ne? Dann ist mir noch was aufgefallen. Zwar ein bisschen hat es noch, aber ich baue schon mal einen Transporter hier. Das ist kein Transporter. Ich baue schon mal einen Transporter, genau. Sportschiff, bald müssen wir mal auf die Insel dort Gold holen. Denn hier durchprügeln wird noch nicht so bald passieren, ne? Okay, aber immerhin. Der Junge hier ist schon mal weg. Sehr gut, sehr, sehr gut. Oh no, nein, sag mal nicht, nein. Ja, das hilft. Das hilft ungemein. Hätte ich aber gern auch doch noch eine Flotte. Von C aus haben wir jetzt da, das wird mühsam. Das will ich gar nicht erst so probieren. Das machen wir anders. So. Gebt mir Flotte. Das stört hier. Da auch nicht abgeschossen werden. Wartet, ich muss das Klapp. Ich muss die Klapp so hinschicken. Genau, produzieren wir von hier aus die Bogenschützen. Okay. Freund. Ja, komm. Genau. Ich habe auch gesehen, wir haben einen Priester, der kann noch ein bisschen heilen. Puh, okay. Toll. Toll, 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 toll. Gigantisch geil. Ist aber ernst, auch ein Conquistador. Ah, und da kommt er mir noch mit der... Ja, ihr mich doch auch. Okay, okay. Ja, nein, wir geben noch nicht auf. Das können wir bestimmt noch zum Guten wenden. Ja, wenn da noch so ein paar Adlersperre reinkommt, das können wir definitiv verteidigen. Schon mit dem nächsten? Ja. Doch. Ich glaube leider schon. Ich hätte gern meine Flotte, ne? Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Zwei neue Adlerkrieger, nein, Jaguarkrieger. Ich glaube, die Adlerkrieger lasse ich vorerst mal. Die sind teuer und jetzt gerade sehr unbrauchbar. Sag mal, muss das jetzt so ständig so wie Dings kommen hier? Ja?
Genau, perfekt. So muss das. Ja, die sind jetzt natürlich alle leicht verwirrt, weil ich mitten im Felderumbau sie nach Hause geholt habe. Ist ja klar. Gold haben wir noch. Gold haben wir noch. Haben wir Arbeitslose? Wo? Ja. Ja, denn was denn? Ach, da hinten bitte. Okay. Oh, jetzt euer Ernst. Eine Belagerungsrahme. Willst du mich veräppeln? Fiesling. Darauf mit dem Flamm. Okay, so. Ja? Okay, also, das ist gut. Gold sparen, Gold sparen, Gold sparen. Brauche auch noch ganz viele Updates. Der will unbedingt den Turm weg haben. Unser Freund hier ist sehr turmophob. Nein, komm schon, ja. Ah, Mann. Wie haben wir jetzt verloren? 2? Keine Ahnung. Ah, wartet mal, das können wir ja so bestimmen. Gut. Schiffe haben wir alle, ja? Cool. Nein, haben wir noch nicht. Das wäre auch nice, das bald mal zu erledigen. Wer wird jetzt hier... Nein, kommt nach, verdammt. Aber die Flotte ist jetzt da, ne? Vollständig, komplett, das, also so viel, wie ich gern hätte. Dankeschön. Mehr wäre noch nicer, aber pff. Was soll's. Okay, Gold ist bald alle. Das könnte ich hingegen der Turm selber schaffen, das finde ich super. Mach das Turm. Wir verlieren dann viel zu viele Truppen, um den hinterher zu rennen. Okay, dafür wären vielleicht die Outlaw-Krieger nicht schlecht. Okay, hat es da noch viel? Nein. Perfekt. Oh, da war die praktisch. Da hinten ist es. Mühsam. Aber ja, so langsam wird es wieder etwas angenehmer für uns. Was? Ja, sowas von. Ich will mal die Flotte auf Vordermann bringen. Ist es euer Ernst? Ist da jetzt ernsthaft ein Paladin unterwegs? Nein. Finde ich nicht so geil. Bin ich ganz ehrlich, das finde ich nicht so geil. Super. Wo ist die Flotte? Flotte, kommt doch bitte rüber. Es ist unendlich geil hier. Ah, sehr gut, ja, dann läuft er noch in die... Wie sieht es eigentlich da hinten aus, ne? Der ist sehr ruhig hier. Das finde ich auch sehr angenehm.
Okay. Und cool. Muss da noch jemand heilen gehen? Bitte. Okay. Das sieht ja gigantisch gut aus. Oder wollen wir noch die Flotte updaten weiterhin? Was haben wir da noch? Kosten weniger Holz und stehen schneller, ist nicht schlecht. Bewegen sich schnell, ist auch schon noch geil, eigentlich. Ah, aber Gold kommt nicht mehr rein, ne? Zack, nein. Wir haben. Oh, wo ist denn die. Wo sind die gegnerische Flotte? Die ist jetzt auch abgedüst. Okay. Finde ich jetzt nicht schlecht. Finde ich jetzt insofern nicht schlecht. Ist eigentlich recht angenehm. Können wir vorbei behalten. Wieso, weiß ich nicht, aber können wir gerne so behalten. Okay. Mais. Insofern, wisst ihr was, dann bestelle ich mir doch noch ein Tribökchen und dann gehen wir wieder mal in die Gegenoffensive. Es ist wieder mal an der Zeit. Solange der Gegner Ruhe gibt, das ist ja sein Problem, ne? Also wenn er uns atmen lässt, selber schuld. Das hingegen sehe ich nie gar nicht gern, dass sie da von hinten anfangen. Nee. Kannst du das bitte lassen? Oh, vor allem du da. Du hast da bitte Elimination, Jan. Okay, und ich kann gerade mal wieder das Gold holen. Du versteckst dich. Lass das doch. Immerhin ist seine Flotte jetzt kaputt. In seiner eher blöden Aktion hier. Okay. Aber pff, ist gut. Können wir gerne so behalten. Versteck dich mal, ne? Okay, in dem Fall können wir bitte das Angefangene mal beenden. Hier, oh, wartet, nein, vorsichtig. Der Priester kann uns auch ein bisschen Gold einsparen. Ihr zögert das Unvermeidliche nur heraus. Die Zeit des Aztekenreichs ist vorüber. Wir sind eure neuen Herrscher. Bin ich nicht einverstanden. Bin ich jetzt also nicht einverstanden, ne? Das würde ich jetzt anders formulieren. Genau. Ja, jetzt sind wir wieder im Angriff. Hä? Was hast du davon, lieber Freund? Jetzt ist die Frage. Es ist keine Frage. Wir holen ein zweites Tribok. Und dann ein drittes. Hä? Voller Wucht voraus. Das Ganze muss ja schnell, sauber, menschlich. Da hinten ist. Nein. Da hinten ist gar nicht gut. Da hinten ist nicht mal annähernd gut.
Ich würde sagen, bitte erledigen, damit wir die Tlaxcalteken oder uns bei Tlaxcalteken verstecken können. Das wäre doch auch mal was Lustiges, wenn dann hinten durch Cortez durchbricht. Fände ich jetzt eigentlich irgendwie noch lustig. Oh, und was wäre... Oh, haben wir noch... Das wäre auch noch was Geiles. Chemie. Bisschen mehr Wumms für die Bogenschützen, für die Artillerie, für alles, was wir hier gerne haben. Ja, er hat schon das ganze Gold geholt. Schön. Sorry. Oi. Ja, das finde ich nicht so toll. Das finden wir gar nicht so toll. Die Bogenschützen auch gerade noch. Oh Mann. Romanze? Mantelwurm. Mantelwurm. Romanze? Junke. Jebio. Noch Nachschub holen? Ja, wir müssen Nachschub holen. Ah, oh, das kommt noch. Okay. Gerade noch mal ein. Oh, nice. Sehr schön. Das sehe ich doch gerne. Das sehe ich sehr, sehr gerne. Was machen die denn? Ich will eigentlich nicht unbedingt zurückkehren müssen. Aber ich glaube, ich habe keine Wahl, ne? Immerhin, ist er irgendwo drin? Wartet mal. Jetzt bin ich verwirrt. Ist denn der. Hat er jetzt einfach nur den Turm da zerstört und bombardiert jetzt da ein bisschen Waffenschmieden, die ich eh nicht brauche? Und Show betrachtet, das ist okay. Moment, ich komm, Mann. Jebio. Ich komm. Okay, bitte nach vorne. Ah. Okay. Ja, ein bisschen mühsam, aber eigentlich bis jetzt halten wir das Ganze. Und gar nicht mal so übel. Würde ich jetzt mal behaupten. Wisst ihr was? Ja, ein drittes. Noch ein Bogenschütze her? Ja, das habe ich schon gehört. Okay, dann hilft er damit aus. Ja,
läuft. Das läuft. Ich glaube, so langsam haben wir das Blatt gewendet. Oh Mann, jetzt euer Ernst. Kommt er mit Kanonen. Nein, komm. Lass doch den Schwachsinn. Da könnt ihr schon mal das hier erledigen. Mhm. Das war weniger geil. Aber das kommt schon gut. Das kommt schon gut. Wir sind im Angriff. Wir sind im Angriff. Das wird alles prima funktionieren. Ja, Leute. Auf jeden Fall so ein bisschen rausgeprügelt haben wir uns. Da hinten. Ja gut, wenn er das macht, ist es eigentlich kein Problem. Solange das hier stehen bleibt, ist es ganz angenehm. Ansonsten würde ich sagen, sind wir wieder im Spiel. Auch etwas mühsam, etwas langsam, aber wir sind wieder da. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr sehen wollt, wie es sich weiterentwickeln wird, hier um Tenochtitlan, dann müsst ihr beim nächsten Mal einfach wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.